Jetzt steht Anna am offenen Grab und lacht. Du darfst fast nicht reinreden, das ist so schön. Am 30. März 2020 war die Buchvernissage von meinem Buch «Anna der Indianer». Und die ist, wie alles andere auch, dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Das heisst, er findet nicht statt. Und darum haben wir uns überlegt, und ihr ja alle auch daheim sitzen und vielleicht Zeit haben, so etwas zu hören, und gegen den schustigen Zeiten, wo wir für solches eben keine Zeit haben. Wir möchten euch eine kleine Homeoffice-Buchvernissage machen, sozusagen. Wir sind also nur drei Leute hier drin. Der Bruno und ich haben 2 Meter Distanz, wie das verlangt ist zur Zeit. Und wir schwitzen da ein bisschen am Feuerchen. Also wenn ich anfange zu schwitzen, dann ist das wunderbare Feuerchen die Schuld. Ich gebe euch einen kurzen Einblick. Es ist der Anfang des Buches «Anna der Indianer», das ich lese. Und weil ich eben Zeit habe, zum Signieren und dir vielleicht Zeit zum Lesen, biete ich euch anbieten, dass alle, die jetzt ein Buch bestellen, über diesen Aufruf quasi, über Facebook und über Instagram, dass die nachher so ein Buch von meinem Verlag, Kosmos Verlag, zugestellt bekommen, signiert von mir. Das ist nachher die außergewöhnliche Sache, weil ich im Moment nicht am Theaterprobe bin und für so Aktionen Zeit habe. Gut. Jetzt steht Anna am offenen Grab und lacht. Sie hat an Beerdigungen schon immer lachen müssen. Das ist ihr zuwider, weil es falsch interpretiert wird. Oft hat sie deshalb gehofft, dass sich das eines Tages auswachsen würde. Aber die Dinge wachsen sich schwer aus bei Anna. Dass eine Beerdigung und somit das Einzige, wovon man verbindlich weiß, dass es in jedem Fall irgendwann nach der Geburt eintreten wird, eine so rein ernsthafte Angelegenheit sein soll, bei der sich niemand zu lächeln traut, bei der sich alle viel länger als gewöhnlich die Hände schütteln und sich dabei mit Tiefgangsblick in die Augen schauen. Dass auch diejenigen tiefgängig schauen, welche den Verstorbenen, gelinde gesagt, nicht zum engsten Freundeskreis gezählt haben. Dass es dann welche gibt, die zwar pietätvoll gucken und leise reden, sich dabei aber über das unangepasste Wetter oder fehlende Parkplätze bei der Kirche ärgern, das alles erhellt Annas Gemüt durch sämtliche Finsternisse hindurch. Es braucht dann jeweils nur noch eine homöopathische Dosis an Situationskomik. Heute ist es die Amsel, die Friedhofsamsel. Sie sitzt zu oberst auf der mächtigsten Tanne der ewigen Ruhe und balanciert stur auf deren Spitze. Weit unter ihr liegt das frisch ausgehobene Grab, darin der Sarg. Man sieht es sofort. Diese Amsel ist die Königin des Totenreichs und sie tut und lässt hier, was sie will. Denn gerade als der Pfarrer dazu auffordert, des liebenden Verstorbenen in einem Moment der Stille zu gedenken, gerade als alle ihr Haupt senken, viele ihre Hände falten, gerade als diese seltene Ruhe eingetreten ist, die etwas Heiliges haben sollte, setzt die Amsel zum fröhlichsten Crescendo an. Der Pfarrer hört die Amsel. Alle hören die Amsel. Der Pfarrer tut so, als würde er die Amsel nicht hören. Alle tun so, als würden sie die Amsel nicht hören. Fast alle. Anna sieht langsam am Stamm der riesigen Tanne zur Königin empor. Sie sieht, wie die Amsel da oben in vollendeter Selbstüberschätzung den Kopf gen Himmel streckt, begeistert zu ihren eigenen Klängen wippt und von sich weiß: I'm the one. Westlich des Urals pfeift kein verdammter Vogel besser als ich, Baby. Der Kontrast dieser federleichten Lebensfreude auf der Tanne zur bleiernen Schwermut darunter ist umwerfend.
Das Lachen befreit sich aus Annas Inneren wie ein Vulkanausbruch. Nichts zu machen. Beim Menschen im Sarg handelt es sich um Annas vor 3 Tagen verstorbenen Lieblingsmenschen Nico. Diese Tatsache hilft dem Verständnis für Annas Fröhlichkeit auch nicht auf die Sprünge. Schemenhaft, durch einen Schleier von Lachtränen und verflüssigter Wimperntusche hindurch, sieht Anna die zu ihr hinschielenden Blicke der Trauergäste. Nur deren Augen bewegen sich angestrengt, isoliert von den Köpfen, welche weiterhin Richtung Boden und stillem Gedenken halten. Der Ausdruck dieser Augen, von denen man fast nur noch das Weiße sieht, schwankt zwischen Besorgnis und Entsetzen. Wegen der schillenden Augen sehen die Trauernden alle aus wie nicht ganz durchgebacken. Anna schüttelt sich vor Lachen, sie ringt nach Atem. Die Königin auf der Tanne ihrerseits fühlt sich durch die ungewohnte Heiterkeit bestärkt und pfeift, als würde es kein Morgen geben.